Hallo, ich bin Pater Stefan Maria Huppertz, Direktor der Liebfrauenkirche hier mitten in Frankfurt und grüße aus dem Innenhof von Liebfrauen. Liebfrauen und der Verein Lukas 14, das Evangelienspiel von Lukas 14, das gehört lange zusammen. Das hat eine große und schöne Tradition. So hätten wir uns gefreut, im Rahmen des Ökumenischen Kirchentages wieder ein neues Evangelienspiel zu sehen, für das Peter Reulein eigens 3 neue Lieder komponiert hat. So ein paar Eindrücke wird es zumindest geben. Der Verein Lukas 14 hat seinen Ursprung in der gehörlosen Seelsorge unter dem Kapuziner Pater Amandus. Unsere Wurzeln liegen also auch in den Frauen. Der Vereinsname geht zurück auf das 14. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Das dort beschriebene große Gastmahl, zu dem alle eingeladen sind, ist für uns ein wichtiges Leitmotiv. Das Frankfurter Evangelienspiel steht in der Tradition der Frankfurter Passionsspiele, wie sie bereits im Mittelalter auf dem Römerberg stattfanden. Von 2000 bis 2015 haben wir dieses Freilichttheater 6-mal aufgeführt. Genau in dieser Tradition wollten wir das Evangelienspiel auch dieses Jahr stattfinden lassen. Der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt wäre der perfekte Rahmen dafür gewesen. Der Franziskaner Helmut Schlegel hat mit viel Engagement ein Libretto geschrieben. Und zu seinen Liedtexten hat Peter Reulein die Musik komponiert und die Künstlerin Hetti Christ hat auch dieses Mal wieder ein sehr stimmungsvolles Plakat gezeichnet. Für die Regie konnten wir zu unserer großen Freude auch dieses Mal wieder den Regisseur Andreas Walter Schroth gewinnen. Außerdem steht eine Vielzahl Interessierter in den Startlöchern, um mitzuwirken. Wie beim großen Gastmahl sind darunter die von den Hecken und Zäunen, jene am Rande der Gesellschaft, Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen, aus allen möglichen sozialen Schichten, verschiedensten Herkunftsländern, aber auch Menschen aus allen möglichen Religionen und ohne Religionszugehörigkeit. Es ist also alles bereit für das Evangelienspiel. Wir hoffen, dass sich die allgemeine Lage bald so entspannt, dass wir mit einer Umsetzung starten können. Bleiben auch Sie mit uns hoffnungsvoll. Das Evangelienspiel Ephata, öffne dich, ist eigentlich eine ganz moderne Geschichte. Es erzählt von zwei eritreischen Jugendlichen, Semira und Kidane, Geschwister, die geflüchtet sind, nach Deutschland kommen und nichts verstehen, weil sie die Sprache nicht kennen. Sie können nicht sprechen, sie können nicht hören, was andere sagen. Das behindert sie in vielerlei Weise. Sie werden auch verlacht und ausgegrenzt. Und diese Geschichte spiegelt eine Geschichte des Evangeliums wider, wie ein Mensch, der nicht sprechen und nicht hören kann, zu Jesus gebracht wird, von ihm geheilt wird. Diese Heilung ist ja mehr als nur eine medizinische Heilung. Sie ist eine Heilung des Herzens, eine Heilung der Sprache, ein Miteinander lernen. Und so soll diese Geschichte von damals, vom Evangelium, übertragen werden in das Heute. Das ganze Evangelienspiel ist dann eine Verbindung des Evangeliums, wie es Markus erzählt, in das Geschehen heute, in unser Umgang miteinander, in das politische Geschehen, in die Bemühungen um ja, die Rettung des Klimas, die Rettung unseres Planeten Erde, die Kultur des Miteinanders, der Sprache. Darum geht es im Letzten. Das Evangelienspiel will ein Spiel der Hoffnung und des neuen Anfangs sein. Ich möchte eine Brücke bauen, einen Weg von mir zu dir. Aus zwei Fremden werden
Gottes will. Ich möchte auf dein Schweigen achten, spüren, was dich so bewegt. Und in deinen Augen lesen, was dich drückt und was dich trägt und was dich trägt. Ephata, öffne dich, schau mich an, verstehe mich. Ephata, öffne dich, Halleluja, Halleluja. Ephata, öffne dich. Ich möchte mit dem Herzen hören, was dein Mund nicht sagen kann. Möchte mit dir spielen, scherzen, dich umarmen dann und wann. Ich möchte offen sein für alle, lachen, weinen wie ein Kind und beim Himmel mich bedanken, dass wir so verschieden sind, Ephata. Veni, Creator Spiritus, Halleluja, Amen, Halleluja, Halleluja, Amen, Amen, Halleluja. Lasst uns neue Wege gehen.